Hallo und herzlich willkommen zu Fit mit Anna. Wir starten mit einem Warm-up und dann geht's zum Hauptteil. Lass uns beginnen. Marschieren. Arme schön mitnehmen, richtig groß. Vor und zurück schwingen. Sehr gut. Beide Schultern kreisen. Bisschen größer. Ganzer Arm, Schultern sind tief. Und wieder kleiner, Ellbogen rück. Okay, nur die Schulter, hüpf, hüpf. Mach den ganzen Körper richtig warm. Und locker geht. Sehr gut. Wir gehen Step Touch. Nach rechts, links, rechts, links. Nimm die Arme dazu. Große Arme. Noch ein bisschen höher jetzt. Und geh wieder tief. Und wieder oben. Hep. Okay, komm wieder tief. Nimm die Arme zur Seite. Große Schritte, große Bewegung. Oberkörper mit. Rotation. Hep. Hep. Jawohl, geh unten. Und nochmal auf Schulterhöhe. Jetzt, mach dich richtig warm. Und wieder tief die Arme. Jawohl, marschiere am Platz. Komm, Knie etwas höher. Arme mit. Arme hoch. Hüpp. Arme tief. Und wieder Arme hoch. Hüpp. Nochmal tief. Komm. Okay, Step Touch. Arme zu und ab. Komm, ein bisschen größer. Arme oben, zu, auf, zu. Nochmal für unten. Hey. Und wieder oben. Zack. Okay, nach vorne. Zack. Nach vorne. Oben. Noch einmal. Komm. Vor. Seit. Und vorne, oben. Jawohl, marschiere, komm, auf rechts. Marsch. Öffne die Füße. Wieder zusammen, parallel. Und wieder öffnen. Nochmal, und zusammen. Und öffnen. Und wieder schließen. Und auf. Okay, bleib hier für den Leg Curl. Nimm die Arme mit.
Sehr gut. Jetzt wärmen wir den Unterkörper auf. Hüfte, Knie, Füße. Zack. Arme tief. Okay, Arme nochmal oben, hier. Und wieder tief. Buh, 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 buh. Okay. Und Step Touch. Komm mit auf rechts. Locker. Wir marschieren. Auf rechts. Komm, marsch. Langsam. Geh tief und stretch. Schieb den Po locker nach hinten raus und stretch. Kleine Kniebeuge nur. Und stretch. Noch einmal. Und stretch. Locker rechtes Knie. Heben. Komm noch einmal, langsam, viermal für die Vorbereitung. In die Kniebeuge und stretch. Ja, nicht ganz so tief wie im Hauptteil gehen, bitte. Locker Knie hoch. Oh, hep, 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 hep. Noch vier, drei, zwei, marschiere. Jawohl, sehr gut. Okay, öffne die Füße, komm in den Leg Curl. Arme mit. Richtig Ferse zum Po bringen. Sehr gut. Arme über vorne, zieh, zieh. Okay, lass es noch vier machen. Und marschiere. Wunderbar. Und langsam wieder in die Kniebeuge. Letzte Runde für dein Warm-up. Und nochmal tief. Und stretch. Tief. Und stretch. Ja, der Po ist immer noch höher als die Knie. Und heb an. Ja, noch vier, drei, zwei. Wir wiederholen. Letztes Mal. Und hoch. Kleine Kniebeuge fürs Warm-up. Letztes zwei, zack. Und hoch. Tief. Und hoch. Und die lockern Knie. Entspannt nach oben. 4, 3, 2, marschiere. Atme ein. Und aus. Und ein. Und aus. Noch zweimal. Einatmen. Und aus. Ein. Okay, wunderbar. Das war dein Warm-up. Weiter geht's zum Hauptteil. Viel Spaß dabei. Heute das fortgeschrittene Workout für Bauch, Beine, Po. Sehr intensiv mit Gewichten. Was du dafür brauchst, sind die Hanteln. Ich habe hier ein paar mitgebracht. Das sind die, die ich heute benutzen werde. Ich finde die ganz gut, weil man sie vom Gewicht her variieren kann. Wenn man die Scheiben abdreht, dann hat man 2,5 Kilo. Wenn alle Scheiben drauf sind, hast du 3,5 Kilo pro Seite. Ja, die Hanteln verlinke ich dir unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt. Also, die Hanteln wieder weglegen. Wir brauchen die erst ein bisschen später. Bevor es richtig losgeht, möchte ich dir nochmal erklären, wie das Workout heute aufgebaut ist. Wir haben nur 3 Übungen. Wir machen alle Übungen hintereinander weg, alle 3 und das Ganze in 3 Sätzen. Ja? Also, Schwerpunkt ist heute Bauch, Beine, Po und daran halten wir uns auch. Bevor es jetzt richtig losgeht und wir einsteigen,
wollen wir erstmal ein bisschen Technik machen, damit du nachher Bescheid weißt, wenn ich sage, let's go, ja? Also für den Ausfallschritt nach hinten brauchst du erstmal hier eine schöne Hüftbeweglichkeit. Die bereiten wir uns jetzt einmal vor. Ja, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Und wenn du hier aus dem Schwung bist, stell einmal den Fuß nach hinten ab. Ja, einmal rück, so dass du diese Bewegung schon mal vorbereitest. Hier noch nicht Max gehen, also noch nicht in die ganz große Bewegung, sondern erstmal gucken, dass du hier das Bein ordentlich vorbereitest, die Hüfte, ja? Okay, andere Seite. Wir hüpfen, wir schwingen. Wie komme ich denn auf Hüpfen? Wir schwingen natürlich die andere Seite locker durch. Es ist wichtig, dass du diese Bewegung erstmal für dich findest. Hier einen großen Ausfallschritt nach hinten. Wir machen nämlich nachher Ausfallschritte rück. Ne, und dann muss es einfach sauber hintereinander weggehen. Ja, noch einmal. Schön nach hinten. Letztes Mal. Okay, dann die Füße abstellen. Und dann deine Hände kreisen, Handgelenke. Hände aufspreizen und wieder schließen. Okay. Und die Handgelenke kreisen. Na, es ist wichtig, dass du wirklich die Bewegung vorab vorbereitest, um die Verletzungsgefahr möglichst niedrig zu halten. Gut. Und dann gehen wir nochmal hier in eine kleine Mini-Kniebeuge, ja, sodass du diesen Bewegungsablauf nochmal übst. Der Po geht nach hinten raus, während die Knie über den Fußspitzen beugen. Die Füße sind etwas mehr als schulterweit geöffnet, sodass du eine gute, sichere Position hier hast. Und dann streckst du wieder. Und wir gehen hier in eine ganz kleine Überstreckung. Das heißt, du schiebst das Becken ganz bisschen nach vorne, um den Hüftbeuger vorzudehnen. Und dann geht es wieder hier rück. Ja, du wirst nachher merken, das wird dir sehr gut tun, wenn du aus der Kniebeuge kommst, hier einmal in diese kleine Vorbewegung mit der Hüfte zu kommen. Dennoch, bitte kein Hohlkreuz, also bitte nicht hier so durchhängen, sondern trotzdem Körperspannung, Körpermitte fest. Ist ja auch ein Bauchworkout, ja? Also, wenn du nach hinten gehst, darfst du einen kleinen Entenpo machen. Nein. Hohlkreuz gehen. Das hast du sowieso schon ganz natürlich. Aber auch hier gibt es einen Unterschied zwischen gehalten. Ne? Dann ist das Ganze mehr gefestigt. Also die Rumpfmuskulatur unterstützt dich immer bei der Bewegung. Gut, das war die Kniebeuge. Mach das so, dass du von Satz zu Satz dich langsam der Bewegung annäherst. Du hast 20 Wiederholungen zum Beispiel bei den Ausfallschritten, um in die Bewegung zu kommen. Also dann nochmal zwei Sätze. Also ganz entspannt, ja? Gut. Lass uns loslegen. Du brauchst für die erste Übung deine Hanteln. Die nehmen wir sozusagen als kleine Steigerung, als nochmal Gewichte. Und dann baust du dich auf. Schulterweit, Fußspitzen schauen nach vorne. Ja, Oberkörper ist erstmal aufgerichtet. Und jetzt gehst du mit dem rechten Fuß nach hinten. Such dir erstmal eine passende Schrittposition. Und wenn du hier angekommen bist, gehst du gleich danach nach unten. Kniebeuge 1. Dann strecken und nach vorne kommen. Ja, andere Seite. Und tief. Und hoch. Und nach vorne. Okay. Und 3. Nach hinten setzen, dann gehst du gleich tief, schiebst dich kraftvoll nach vorne und schließt die Füße. Na, also hier natürlich erstmal nach oben und dann nach vorne. Und tief, Oberkörper bleibt aufgerichtet und vor. Und Nummer 7.
Mach die Bewegungsausführung wirklich ganz sauber. Lieber ein bisschen langsamer am Anfang, dafür aber in der Bewegung, in der Technik korrekt, ja? 10. Nochmal ein wichtiger Punkt hier, das Knie über die Fußspitze bringen. Eine Linie vom Knie bis zu deinem zweiten Zeh. Ja, okay, wir sind jetzt bei Wiederholung 13. Und zack, 14. Zeig das mal von der Seite, mach weiter mit der Wiederholung 15. Na, je tiefer das Knie nach unten geht, desto anstrengender wird es natürlich. Und so kannst du das für dich ein bisschen variieren. 17. Na, spür die Kraft, zack, die Kraft der Beine, die dich da wieder hochdrückt. 2 noch. Und zack. Und zack. Sehr gut gemacht. Es geht weiter. Keine große Pause. Keine Schwächeanfälle. Okay, komm nach unten. Einmal die Hände im Wechsel belasten. Ich bin jetzt ein bisschen weiter unten, ich weiß. Okay, zweite Bewegung. Ich drehe mich wieder auf die Seite. Und Körpermitte fest, rechts, links, raus. Es geht. Knie zur Nasenspitze. 30 Wiederholungen. 5, 6, 7, 8, 9. Schön sauber. 10. Becken tief. 11, 12, 13, 14. Langer Hals. 18. Und 20. Komm. Letzte Zeh noch. 4, 3, 2, 1. Und dann schieb den Po nach hinten oben. Roll dich auf. Nächste Übung, die Knie beugen. Dann haben wir den ersten Satz durch. Also wieder von der Seite, weil es einfach von der Seite sehr gut zu sehen ist. Füße mehr als hüftweit aufgestellt, du erinnerst dich. Und dann gehen wir erstmal langsam rein. Ach so, nimm die Hantel, wenn du möchtest. Man kann das auch ohne Hantel machen, aber die Hantel nochmal als kleine Erschwerung. Okay, Aufbau. Und jetzt schieb den Po raus, so als würdest du dich hinsetzen. Geh tief, lass den Rücken richtig lang, das ist ganz wichtig. Komm nach oben und hier geh in eine kleine Vordehnung. Und geh rück. Rücken gerade, Bauch fest. 2. Und schieb dich runter und schieb dich raus. 3. Rücken gerade. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Geh nur so tief, solange du deinen Rücken hier in diesem Bereich, unterer Bereich, lang halten kannst. Und schieb den Po raus, in den Entenpo, als würdest du dich auf einen Stuhl setzen. Komm nach oben. 6 Stück haben wir, glaube ich. Und 7. Wir lassen uns heute wirklich Zeit bei der Technik, ja? 8. Wenn du einen Spiegel in der Nähe hast, nutze den Spiegel. 9. Um deine Körperposition zu checken. Und 10. Je tiefer du gehst, desto anstrengender wird es natürlich. Aber wie gesagt, erst kommt die Technik. Dann kommt die Kür. Also guck mal, dass du vielleicht im ersten Satz erstmal bis hierhin gehst. Ne, und dann kannst du im zweiten Satz weitergehen. So, jetzt habe ich nicht mitgezählt. 14. Mann, Anna. Ich bräuchte so einen Zähler. 15. Damit ich quatschen kann. Komm. Langer Rücken. 16. Wir machen noch 4. Und schieb dich raus. Aus dem Po, aus der Ferse. Zack. 17. Und 18. Yes. Der Schweiß kommt. 19. Und hier noch ein bisschen. Zack. Sehr gut. Einmal absetzen. Ach nee, brauchen wir wieder. Sorry. Musst du gar nicht absetzen. Wir gehen in die Ausfallschritte. Steigere das Ganze für dich. Ja, komm jetzt etwas weiter nach hinten. Und
beziehungsweise mit dem Knie nach unten. Du kannst natürlich auch den Ausfallschritt größer machen jetzt, ne? Eins. Schön senkrecht runter und hoch. Zwei. Und drei. Vier. Je mehr Gewicht man in den Händen hat, desto schwieriger ist es natürlich. Aber irgendwo muss man ja auch anfangen, ja? Sechs. Und sieben. Steiger das Ganze ruhig von Satz zu Satz. Acht. Geh richtig schön runter und schieb dich raus. Neun. Zehn. Ausatmen hoch. Elf. Langsam runter. Zwölf hoch. Na, du schiebst dich aktiv raus, nicht andersrum. Nicht der Boden dich, sondern du schiebst dich weg vom Boden, ja? 15. 16. Und 17. 18. Super. Bleib aufgerichtet. Und 19. Und 20. Jawohl, jetzt kannst du die Hand dann ablegen. Wir gehen nach unten in den Boden. Runde 2 für den Bauch. Brettposition, Schulter weg vom Ohr. Und jetzt zähle ich einfach nur mit. Wir atmen beide und geben in der zweiten Runde ein bisschen mehr Gas, ja? Etwas schneller. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 20, 30, sehr gut. Komm nach oben, schnapp dir deine Gewichte, Knie beugen, zweites Mal. Okay, wenn du magst, steiger das Ganze, geh etwas tiefer, ja? Und Po nach hinten raus, Oberkörper lang vor, Beugung und hier Streckung in der Hüfte und tief. 2. Drei. Sehr intensiv. Po raus, Po raus. Tief, 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 tief. Schieb dich raus. 4. Auch fürs Herz-Kreislauf-System, ne, ist eine super Sache, Beine zu trainieren. Weil es sich auf den ganzen Körper auswirkt. 6. So, jetzt quatsche ich ein bisschen weniger und konzentriere mich auf 10. Komm, 7. Kopf in Verlängerung halten und 8, 9, uah, 10, na, Gewicht schon hinten auf der Ferse, Hälfte haben wir schon, 11 und hier 12, ganz bisschen die Hüfte vorschicken. 13. Hab das Gefühl, du schiebst dich aus dem Po raus. Hier aus dem Po. Oh, yes. 14. Und wieder aus dem Po. 16. Gibt es einen knackigen Po? 17. Oh. 18. Stöhnen, krächzen ist erlaubt. Es ist anstrengend. 19. Eine letzte mit mir zusammen. Sehr gut. Behalte die Hand in den Händen. Locker einmal die Beine aus. Ohne große Pause geht es weiter. Dritter und letzter Satz. Knie beugen. Du kennst die Technik. Du weißt, was dich erwartet. Steiger das Ganze für dich, wenn du magst. Ja, mach den Ausfallschritt größer, lass das Knie tiefer sinken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Die Ausatmung hilft dir, um nach oben zu kommen. Und fünf. Boah, sechs. Die Beine müssen arbeiten. Sieben.
8. Ich drehe mich wieder um zu dir. 9. Ne, saubere Knieposition. Und 10. Nächstes Mal nehmen wir die 20 Kilo Hantel. Oder? 13. 14. 15. Und 16. 17. 18. Und schön sauber. 19, die letzte. Yes, sehr gut. Geiles Gefühl. Oder was hast du? Lass uns gleich nach unten kommen. Brettposition. Durchatmen. Rechtes, linkes Bein verlängern. Und wir geben Gas. Achtung, es geht los. So schnell du kannst. Komm, fix. 20 und 30, und weil wir so gut sind, hängen wir noch 10 dran. Und 40. Sehr gut. Ging viel zu schnell vorbei. Nee, je schneller man das macht, desto fixer ist man natürlich bei der 30 angelangt. Okay. Haben wir geschafft, haben wir gemacht. Kniebeugen. Parallel. Ja, merkst du, wie dein Herz richtig in Action ist, ne? Okay. 1. Oh, Po raus, Po raus, Po raus. 2. Ne, der Po schickt dich nach oben. Komm. 3. Oh, 4. Schön langsam. Und 5. Sechs. Sieben. Acht. Komm, du hast die Power. Yes. 9. Und du hast die Power für die 10. Letzte 10, komm, 1, 12, 13, 14, 15, komm, zusammen machen wir noch die letzten 4, spürst du deine Beine? 16, wer jetzt nein sagt, der lügt. 17. Yes. 18. Noch 2. Eine letzte. Yes. Sehr gut. Pack die Hanteln zur Seite. Das waren die 3 Sätze. Sehr gut. Öffne deine Füße. Runde deinen Rücken und streck. Noch einmal. Und dann verlagere das Gewicht nach rechts. Ne, stütze dich hier auf den Oberschenkel ab. Andere Seite. Ich hoffe, du hast deinem Oberschenkel gemerkt, die Kraft, ne, die du hast, ganz sicherlich hast du die. Ne, und mit jedem Training wird es besser. Okay, und dann kommen wir tief. Langsam die Füße schließen. Häng dich einmal vorne rüber über die Parallelposition. Ja, bring das Gewicht ganz leicht nach vorne auf den Vorderfuß. Spüre die Dehnung in der Beinrückseite.
Langsam roll dich auf. Bring das rechte Fußgelenk in die Hand. Schieb deine Hüfte nach vorne. Ja, auch wenn man es langsam macht, ist es trotzdem sehr, sehr intensiv. Ne, gerade so wie wir es heute gemacht haben, wirklich ganz sauber durch die Bewegung durchgehen. Und auch nur so sollte man das machen. Ja? Es bringt nichts, sich da durchzuhetzen. Okay, große Position. Und jetzt kippst du hier nochmal dein Becken nach vorne. Das hintere Knie ist leicht gebeugt. Hier schöne Hüftdehnung. Okay. Dann langsam strecken, das Gewicht nach vorne bringen. Andere Seite, erstmal hier. Für den Quadrizeps. Becken nach vorne. Dass sich die Atmung auch wieder beruhigt. Das ist auch ganz schön, ne, wenn nach dem Training die Atmung relativ zügig wieder zurückgeht und so auf den normalen, auf das normale Level kommt. Okay. Langes Bein nach hinten und dann hier Hüfte vorkippen, Knie leicht gebeugt lassen. Und dann spürst du eine wunderbare Dehnung hier im Hüftbeuger. Okay, langsam strecken, das Gewicht nach vorne nehmen, den Fuß einsammeln, bisschen durch die Füße gehen und dann das rechte Bein anbeugen. Achtung, wir drehen das jetzt einmal auf. Du greifst dir den Fuß, legst ihn hier auf den Oberschenkel, halt dich irgendwo fest. Ich habe leider nichts zum Festhalten, also muss ich hier bleiben. Und dann arbeitest du den Oberkörper vielleicht noch ein bisschen nach unten. Spürst die Dehnung hinten im Po und auch ein bisschen Außenseite, Oberschenkel. Genieße, atme. Okay, langsam den Oberkörper aufrichten, den Fuß greifen und dann vorsichtig abstellen. Das Bein auslockern, andere Seite. Anbeugen. Das Bein öffnen, Fuß ablegen. Und dann komm hier mit dem Oberkörper etwas tiefer, sodass du auch hier wieder die Dehnung spüren kannst. Rolle dich langsam auf, richte den Oberkörper auf, löse deinen Fuß, stell das Bein ab, locker. Okay, streck dich nach oben aus, öffne deine Bauchdecke, schupp, na, atme tief ein und aus, strecke dich genüsslich. Du darfst hier auch ein bisschen ins Hohlkreuz kommen, sodass deine Bauchdecke jetzt ganz lang wird. Und noch einmal einatmen. Und noch einmal. Langsam lösen, einatmen und aus. Sehr gut gemacht. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Das war jetzt so ein erster Einstieg, ne, in die Videos, wo wir auch nochmal wirklich ganz viel Wert drauf legen, auf die saubere Technik. Also ich tue das sowieso, aber wirklich nochmal, wo ich das noch genauer erkläre, mir noch ein bisschen mehr Zeit nehme für dich, sodass du die Bewegung auch vor dem Bildschirm bei dir zu Hause wirklich ganz sauber ausführen kannst. Ja, denn das ist super, super wichtig für dein Training. Also, ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und wenn es so ist, dann abonniere meinen Channel, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hiermit verabschiede ich mich von dir. Tschüss, deine Anna.